das Gift ist zurück. Ich freue mich. Der Herr, der das Tor heute öffnet, ist neu bei uns. Er war vorher Regisseur. Jetzt macht er das Tor auf, wie wir ja alle wissen. Wir haben ja ein rotierendes System hier bei Blondes Gift. Und ja, er steht jetzt eben dort hinten und ist noch nicht so vertraut mit der hochwertigen Technik bei uns im Studio. Deswegen ging die Tür nicht ganz auf. Aber ich bin ja hier. Alles wird gut. Eine weitere Folge Blondes Gift wartet auf euch. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute wieder ein großartiger Gast auf meinem Sofa. Eine Dame, die mir endlich mal erzählen kann, wie die Welt außerhalb von Pullach im Isartal so aussieht. Da freut man sich ja immer, denn man kommt ja kaum mehr nach draußen, so wahnsinnig beschäftigt, wie wir hier sind. Herzlich willkommen, Judith Adel. Judith! Schön, dass du da bist. So, Judith, herrlich. Vox Tours. Ja. Heißt, dein großes Thema in deinem Leben. Hattest du denn auch manchmal genug davon? Ja, gab es sicher auch. Also das meint man ja immer, toll, man reist in der Welt rum, liegt ja, in der Hängematte, kriegt einen Haufen Geld dafür und ist immer in der Sonne. So ist es natürlich nicht. Sondern das ist auch anstrengend, das will natürlich immer keiner hören, du weißt ja, wie es ist. Aber doch, da gab es schon so Momente, wo ich nicht mehr ins Kino gehen konnte, weil die wie im Flieger immer die Sitze so waren. Ja? Also wenn du einfach zu viel fliegst und zu viel unterwegs bist, irgendwann reicht es dir halt. Ja? Sehr schön. Das ist schon so. Ja, du kriegst ja Phobien. Ja. Hast du Flugangst? Wäre ja scheiße bei deinem Job, ja, das ne? wäre ein bisschen hinderlich, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber habe ich nicht. Nee. Ist auch nicht schlimmer geworden im Laufe der Zeit, weil ich kann mir vorstellen, man fliegt ja wahrscheinlich nicht immer mit Lufthansa, wenn man im Senegal oder sonst wo unterwegs ist. Wir sind ja auch beim jetzt nicht größten Sender, ja, also wir sitzen auch immer ganz hinten. Und, ja, hinten ist es am sichersten übrigens. Ist es das? Habe ich mir sagen lassen. Siehst du, ich schlafe ja meist. Ich bin immer froh, wenn ich da nichts anderes machen ich muss. Ich kann ja nicht schlafen im Flugzeug. Nee. Hast du so ein Ding hier rum? Nee. Nicht. Das ist immer schön, wo man die so immer an, egal wer da sitzt. Genau, okay. Aber ist es so, dass man irgendwann im Muck jetzt einmal keinen Strand und keine Palme und es geht dann irgendwann nicht mehr, oder? Ja, natürlich, klar. Das ist so wie, weißt du, wenn du mir eine Kokosnuss hinlegst, dann fange ich an zu reden. Hallo, liebe Boxtourist, du wirst halt einfach wahnsinnig. Das ist halt dann so, wenn ich so ein Strandbild sehe, dann denke ich sofort an Arbeit, ja, wo andere Leute anfangen, sich zu entspannen. Das ist natürlich schon klar. Ja, falsche Prägung. Und du wirst ja auch. Ja, das ist eine einsame Insel, ja. Wem das sagst du mal. Das? Aber man muss Traumata erleben, um sie kurieren zu können. Ja raus. Weißt du? Man muss sie wieder durchleben. Ja, genau. Das heißt, vielleicht das ein oder andere Trauma können wir heute kurieren bzw. behandeln. Das wäre schön. Weiß ich nicht, durchleben wirst du es auf jeden Fall hier bei uns in der Show. Denn wir haben uns natürlich auch ein tolles Spiel für dich einfallen lassen. Bevor wir aber damit anfangen, gibt es den Insider. Mhm. Du kennst ja unsere Sendung. Deswegen weißt du, der Insider ist jemand, der dich gut kennt. Freund, ja, Freundin. Der hübschen Frisur. Immer. Ganz genau. Ja, bin ich schon gespannt. Übrigens stark überarbeitet worden. Hier dickes Lob an die Redaktion. Der Insider hat jetzt ein anderes Outfit und ich bin gespannt, wie er diesmal aussieht. Bitte sehr. Was Judith über Blond denkt. Wahrscheinlich, Blond ist auch eine Farbe oder ein Geisteszustand. Aber alles lässt sich ändern. Ja, ist nicht wirklich eine Verbesserung, ne? Nee, also war auch das inhaltlich. Jetzt so ein Mob? Oder? Das war ein Mob. Ich sehe es ja schlecht, Barbara. Ja. Ach, ist es wirklich so? Ist es ja, echt so? Natürlich. Und keine Brille, keine Kontaktlinsen? Nee, das dauert ja immer, bis ich die reinbringe, also, dann juckt es und so weiter. Bitte und ich finde es manchmal auch ganz schön, nicht immer alles so klar zu sehen. Die meisten Menschen werden sehr viel hübscher, ja, keine Schuppen, keine Kittel. Ich habe minus 7 Dioptrien. Echt? Mhm. Aber du hast Kontaktlinsen, ich habe oder? Kontaktlinsen. Trägst du eine Brille manchmal auch? Ja, ganz oft. Und echt? Ja, ich bin ja da, ich finde das immer nicht so eine ganz dicke. Aufregend. Echt? Mir muss sein, sonst geht es nicht. Du bist 6 Jahre oder fast 7 Jahre um den Globus gereist für Vox Tours. Ja. Das ist wörtlich zu verstehen. Ne? Also du warst ja wirklich. Also jetzt sind es dann fast 9 Jahre insgesamt. Nee, überall gar nicht. Also natürlich an vielen Orten, die du meinst, du hast die ganze Welt gesehen. Also schon viel. Aber da gibt es immer noch sehr, sehr viele Länder, die ich nicht kenne, wo ich noch nie war, wo ich gerne mal hin möchte. Also es ist doch erstaunlich groß, die Ist Welt. Dein Reise, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, aber ist auch deine Reiselust so ein bisschen befriedigt? Also wie gesagt, immer so etappenweise, wenn du viel weg warst jetzt nach dieser Explorer-Staffel, das waren alles so anstrengende Länder, Papua-Neuguinea, Suriname, Madagaskar, Panama, also so unbekannte Reiseziele, die man noch nicht so kennt. Mhm. Und da bist du danach halt einfach froh, wenn du deine Ruhe hast. Und jetzt war ich
dann aber dann danach, ja, so 2 oder 3 Monate am Stück zu Hause und dann merkst du schon wieder, jetzt wird es aber echt Zeit, wieder raus. Also macht schon ein bisschen süchtig. Kannst du dir vorstellen, dich wirklich irgendwann niederzulassen in München mit Familie, Kind und Haus und ja, nur noch Geschäftsfrau spielen? Ja klar, bis aufs Kind ist es ja schon auch so, dass ich da bisschen mit Mann und alles nett niedergelassen bin. Also es ist schon mein Zuhause. Also es ist halt in der Regel so, dass ich die Hälfte des Jahres weg bin und dadurch ist es auch erträglich und schön. Ich weiß nicht, wie das ist als Dauerzustand. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, auch mit Kind und vielen Kindern und alles dann. Wenn man so viel unterwegs ist, dann hat man doch sicher so bestimmte Rituale, die man immer bei sich haben muss oder bestimmte Dinge, die man immer macht, so damit man irgendwie nicht so total verloren ist, wenn man morgens im Busch irgendwo im Zelt aufwacht. Hast du irgendwelche Dinge, die du immer bei dir hast? Was ich immer mitnehme. Also was schon rein praktisch, nicht so aufregend, aber so medizinische Versorgung. Mhm. Das lernt man auch schätzen, kann ich mir vorstellen. Lernt man echt schätzen, ja. Also, was bräuchte man am häufigsten? Ja, so Durchfallmittel, sowas alles für Magen, Darm oder halt irgendwelche Hämmer, wo es dann schnell wieder, muss der da immer dastehen, ja. Also, schon komische Sachen, weißt, wo ich nichts mehr gesehen habe, so eine Augeninfektion mit so großen Sonnenbrillen. Aber du siehst nichts, musst aber moderieren, weil schrecklich. Die Sachen lopfen, ja. Also das ist schon was ich sehr schätze, wo ich echt immer viel dabei habe. Dann habe ich so einen Schlafhasen, den habe ich auch immer dabei. Ja, darauf spiele ich ein wenig an. Das habe ich nämlich gelesen, dass Frau Adenbuch immer einen Stoffhasen bei sich trägt. Ja, also nicht mal als solcher erkennbar, den habe ich schon irgendwie, seit ich auf der Welt bin. Ohne den kann ich ziemlich schlecht einschlafen. Ist es wahr? Den hast du dann im Arm? Ist es unangenehm? Nö. Brauche auch nicht. Bei uns braucht ja auch nichts unangenehm zu sein, ja so, denn hier kommen alle Menschen zusammen, denen es sonst in der Öffentlichkeit oft etwas unangenehm ist und hier trifft man auf Verständnis. Ja, das fühlt man. Ja, auch. Ne? Ja, doch. Eine Welle auf der jeden Fall. Anteilnahme schlägt einem entgegen, wenn man hier die Tür öffnet und ja, wenn nicht, dann betrinkt man sich eben, so wie wir jetzt. Ach, hier ist schon eingeschenkt worden, Marco. Service pur. Danke. Bitte sehr. Und es ist nicht nur willenlos irgendwas, sondern nein, es ist ein Leas Mancas Branco Vinho Verde. 2000. Wie heißt 2000. Es wirklich? Vinho Verde. Vinho Verde. Leas Mancas. Leas Mancas. Es ist ganz wichtig, dass man, ist auch ein bisschen nah an die Griechisch, hä? Ja, weil die Griechen machen immer die Mutter nicht so auf. Ganz viele vorne. Ja, und ganz viel ganz weit. Ja, ganz viel und dann spuckt man auch ein bisschen. Ja, ach, das macht nichts. Prost. Ist er echt? Mhm. Schmeckt so, als wäre es gefärbtes Wasser, ne? Ja, ist aber glaube ich, echt. Habt ihr gut gemacht. Immer wieder erstaunlich, was man so alles schafft. Was ich interessant fand, du wolltest nie dich selbst als Moderatorin bezeichnen. Nee, also ich würde mich nie hauptberuflich jetzt als Moderatorin bezeichnen. Warum nicht? Weiß nicht, also weil ich natürlich noch viele andere Sachen nebenbei mache, weil ich eine Firma habe. Wie gesagt, Geschäftsführung und so weiter, weil ich Autorin, Journalistin, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schicker. Moderatorin, das ist immer so, ja, ne? Blondes Püppchen, ja, vor der Kamera und kriegt so Texte geschrieben und sagt ihr halt dann auf, so wie wir das halt machen. Genau. Und wir wissen, dass es nicht so ist, aber die meisten Leute glauben es halt. Genau. Und deswegen fand ich das immer so ein bisschen verwerflich. Judith. Zarte und harte Fragen stehen jetzt bei uns auf dem Programm. Ich bitte dich um kurze Antworten. Wir hören uns erst die zarten, danach die harten Fragen an. Und ja, da geht's nun wirklich mal wieder ans Eingemachte. Und ich freue mich schon jetzt, dass Wim Wenders sich in dieser Staffel dazu bereit erklärt hat, unsere kleinen Einspielfilme zu drehen. Hallo, hast du neben dem Reisen noch andere Hobbys? Ja, hallo Judith. Mich würde interessieren, ob das eigentlich dein Traumjob ist, was du da machst. Judith, wie heißt dein Lieblingsland und warum? Judith, was machst du in 10 Jahren? Ja, Judith, was ich schon immer mal wissen wollte, was ist für dich der Sinn des Lebens? Judith, wann willst du Kinder? Was für Sprachen sprichst du? Mich würde interessieren, wo würdest du gerne leben? Hallo Judith, ich bin diesen Sommer in Amerika. Warum kommst du mich nicht besuchen? Tripping over the ocean like a stone.
Na, Wim Wenders lief nicht so gut, der Bab-Film, ha? Naja, da muss man auch mal Ersatzjobs annehmen. Das verstehe ich gut. Hat aber schön gemacht, finde ich. Findest du? Doch, man erkennt die Handschrift. Und man erkennt die Handschrift, ja. Schön. Und das kann man auch irgendwie im Hotel Bayerischer Hof laufen lassen, wenn man irgendwie so ein kleines, so München so ein bisschen featuren will. Weißt du, hier das Siegestor und Blick auf den Odeonsplatz und so. It's Munich. So, doch, genau, ja. Sehr schön. Also, wir schreiten zur Beantwortung. Wir überspringen ein paar Fragen. Mich würde interessieren, ob das eigentlich dein Traumjob ist, was du da machst. Ja, also das würde ich definitiv mit Ja beantworten. Das ist schon ein Traumjob, auf auch jeden das Fall. Das ganze Drumherum, die Vorbereitung. Ja, weißt du, wie bei allem, wo man sagt, ja, dann langst du wieder und denkst, das, jetzt magst du deine Ruhe haben, aber alles in allem ist das schon ein Traumjob. Also auf jeden Fall. Gut. Doch, würde ich mit wie heißt dein Lieblingsland und warum? Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja, genau. Also eins meiner Lieblingsländer ist auf jeden Fall Kuba. Mhm. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Oder wie war das? Ich hab schon was. Ja. Wie heißt dein Lieblingsland und warum? Also, wir wollten nicht wissen, warum Kuba heißt, also sondern wir wollten wissen, warum ich wollte du auch Kuba mal einen kleinen Scherz machen, Mann. Sehr gut. Aufschreiben, machen wir ein Spiel draus. Ja? Okay. Schön. Warum? Scheiße, da komme ich drum rum. Ist ein schönes Land, schöne Menschen. Das ist ja immer ganz schwierig bei Ländern. Du verliebst dich in ein Land, du weißt oft gar nicht warum. Also es hängt schon immer sehr viel an den Menschen, an dem Humor. Also ich war jetzt relativ oft auf Kuba, das erste Mal vor 12 Jahren, glaube ich. Und du kommst halt dahin und dann riecht so toll und so schönes Licht. Und das verzaubert dich halt irgendwo, das gibt's. Es gibt es bei manchen Ländern, aber bei anderen kommt es gar nicht auf. Und ich habe es bis jetzt noch nicht so genau herausgefunden, woran es genau liegt. Wo es dir nicht gefallen hat? Ach, so richtig gar nicht. Es gibt immer so Momente, aber es gibt so langweilige Länder. Jordanien war zum Beispiel eins, da konnte ich nicht besonders viel damit anfangen. Ja, ne? Wüste leer. Wüste, Sand leer. Da war nichts los, ja. Genau, und ab und zu läuft mal Sonja Kraus mit Alexander Matzer durchs Bild und die schreien Desert Forges! Ja, aber das will man ja auch nicht sehen. Was machst du in 10 Jahren? Tja, wenn ich das wüsste. Also ich hoffe, dass ich ein paar Kinder habe. Mhm, paar? Ha? Ein paar? Paar, ja, schon. Gleich ein paar. Und obwohl das, ja, ich müsste mich dann mal allmählich ranhalten. Das ist ja dann immer so. Keine Ahnung, vielleicht am Meer leben, vielleicht schreiben. Das wäre jetzt so diese Traumvorstellung. Ja. Aber wenn es weiter so mit der Wirtschaft so hart ist, dann, wie gesagt, werden wir wohl beim Fernsehen bleiben. Irgendwo. Ganz genau. Wo würdest du gerne leben? Im Moment sehr gerne hier. Und wenn, dann am Meer, wenn ich es mir aussuchen könnte. Okay, also München ist die Stadt ihrer Träume. Ich weiß warum, weil die ja auch in den Filmen immer super schön rüberkommt. Und ich freue mich schon jetzt auf unser neues Geniestück, die harten Fragen. Aha. Hallo Judith, was ist dein größtes Problem mit Männern? Hallo Judith, ich wollte dich fragen, ob du mit deinem Hintern zufrieden bist. Judith, immer nur Reisesendungen, langweilt es mich langsam. Hi, was magst du gar nichts an deinem Gesicht? Judith, mit welcher Nation kommst du gar nicht klar? Hallo Judith, was hat dich geritten, einen Kameramann zu heiraten? Das musst du mir noch erklären. Jawohl Judith, mich hat jetzt interessieren, also Marco Franzi von Schwabing und Wedermo und Bierstandler, welche Laster du überhaupt hast, das hat mich interessieren. Schön, dass du lachst. Ja. Hallo Judith, was ist dein größtes Problem mit Männern? Weil es so viele gibt. Ja, okay. Das, ja, so many fish in the sea. Ja, ja. Aber genau. Du hast dich ja nun für einen entscheiden müssen. Es musste ja ein Kameramann sein. Ja. Ja. Selber schuld. Nicht? Ja, ich glaube, den hätte ich aber auch genommen, wenn er was anderes wäre. Ja? Mhm, glaube ich schon. Und schon lang ist das, gell? Lang, ja. Also 11 Jahre sind wir zusammen. Ja. Um Gottes Willen. Und ist noch okay?
Nachbarn, ne? Ihr arbeitet ja auch zusammen. Also, ja. Das heißt, man plant zusammen, man hat eine Firma zusammen, man reist zusammen. Ja, klar, du schläfst zusammen, du arbeitest zusammen, machst eigentlich alles zusammen. Und klar, dann denkt man immer, manchmal vielleicht mal kriegt man das nicht über auf der anderen Seite. Weißt du, wenn du zusammen arbeitest, gerade bei so einem Job, ja, stell dir mal vor, du kommst dann irgendwie nach 2 Monaten heim und sagst, ja, es war schön, ich habe das und das erlebt. Und dann kriegt dann schlechte Laune. Ja. Und das ist schon schön, wenn man das zusammen erleben kann. Und du sparst ja halt auch wieder viel Zeit. Ich muss nicht erzählen, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Das kriegt ihr ja mit. Sehr gut. Mhm. Was hat dich geritten, einen Kameramann zu heiraten? Der Kameramann vermutlich. Und ich wollte dich fragen, ob du mit deinem Hintern zufrieden bist. Ich muss ihn ja immer nicht sehen. Aber, ja, das ist das Gute. Von daher. Also jetzt nicht. Obwohl, ich hätte schon ganz gern ein bisschen klein, knackiger. Ja. Schon. Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was du ich meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ich habe übrigens eine Theorie entwickelt. Was denn erzählt? Ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Aber natürlich. Wenn ich jetzt Leute länger nicht sehe, dann sagen die immer zu mir, wenn ich Hallo sage und ihnen die Hand gebe, Gott, bist du dünn geworden. Und ich bin aber nie dünn geworden. Ich bin immer gleich. Ja? Mhm. Ich glaube Folgendes, meine Theorie. Wenn ich rausgehe und mich von jemandem verabschiede und mich umdrehe und aus der Tür gehe, guckt er mir auf den Arsch. Und dann sieht er dick aus. Wenn ich reinkomme, guckt er mir ins Gesicht und das sieht dünn aus. Dann sagt er, du hast abgenommen. Das kann sein. Meine ganz persönliche Theorie. Aber muss jetzt nicht irgendwie. Ja, ne? Ja. Weil im Gesicht immer, Mensch, du bist so schmal geworden. Und dann gehe ich aus der Tür raus und denke, dass ich sicher, ne, die ist noch so fett wie früher. So. Insider Nummer 2 für Judith Adloch. Adloch! Prost! Ja, Macken hat Judith einige, aber da halte ich dicht. Ich sag nur, sie mag Schafe besonders gerne. Was ihre Selbstständigkeit angeht, da lebt sie ganz nach dem Motto, Emanzipation ja, aber Männer sind auch für was da. Sie bevorzugt da den intellektuellen Bären. Den intellektuellen Bären? Du magst Schafe? Oder habe ich das nur falsch verstanden? Nö, das war richtig. Ja, Schafe, das sind meine Lieblingstiere, die mag ich Wie total gerne. Wie entwickelt man eine Affinität zu Schafen? Ja, ich glaube, das kommt so aus den Schafen raus. Die sind halt da und toll und die machen glücklich. Die schaue ich an und dann... Wo gibt es denn die meisten? Ja, schon so Neuseeland, Australien gibt es viele, aber es gibt fast in jedem Land. Das ist meine erste Frage. Do you have sheep? Do you have sheep? Ja. Ja, stellst du die Frage oder ja, dein Mann? Weil sonst würde das vielleicht oft irgendwie blöd rüberkommen. Ach Quatsch, wenn er als erstes wurscht. So Fuß ins Land... Das ist doch toll, Schafe, frage ich immer. Where are the sheeps? Where do the next sheeps live? Please. Und da gibt es halt auch viele Länder, das sind nur so kleine, schmutzige, verwahrloste Schafe und so. Aber die sind auch süß. Ja, ich mag die halt gerne, weiß ich gar nicht ich genau. Ich wollte früher woher. Immer, wir haben in einer Mietswohnung gewohnt und da hatten wir einen Balkon im 4. Stock und ich wollte immer ein Schaf und eine Kuh auf dem Balkon halten. Und meine Eltern haben mir auch immer gesagt, ja, das klappt, wenn ich mal 2 Wochen, also wenn du mal 2 Wochen ganz lieb bist und wir nicht streiten, dann kriegst du ein Schaf auf dem Balkon. Und ich habe eigentlich praktisch meine Jugend damit verbracht, zu hoffen, demnächst ein Schaf großziehen zu können mit der Milchflasche und es hat nie funktioniert. Das war schrecklich. Die darf man auch nicht einzeln haben. Das sind ja so Herdentiere. Tiere. Ach, gleich mehrere. Ja, ja, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Dann wäre der Balkon nicht gereicht. Nee, das hätte nicht funktioniert. Insider Nummer 3, der letzte, danach solltest du schon ungefähr wissen, um wen es sich handelt. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, es ist kein Mann, sondern eine Frau. Okay? Insider Nummer 3. Was Judith gar nicht kann, ist nähen. Mal schnell ein Loch stopfen oder einen Knopf annähen, das ist bei ihr gar nicht drin. Aber was man ihr wirklich lassen muss, ist ihre Ader für die Poesie und das Schriftstellerische. Sie kann echt gut schreiben. Nähen. Nähen kannst du nicht. Mal schnell ein Loch stopfen auch nicht. Hallo Ritchie. Okay. Ja, also wenn es eine Frau ist, jetzt eher so. Du musst so es jetzt noch nicht raten. Du solltest es jetzt nur ungefähr schon mal wissen. Ja, wir haben natürlich eine eigene Rubrik, die heißt Enthüllung. Und dort werden wir dann den Insider enthüllen. Aber dass das schon mal arbeitet im Hinterkopf. Okay, okay. Ja? Schriftstellerisches Talent, du hast es ja gerade schon angedeutet. Das wäre dein Traum, irgendwann mal Bücher zu schreiben? Ja, das stelle ich mir nett vor. Ja. Weil du eben nichts brauchst, keine Teams, keine Kameras, keine Schminke, gar nichts. Ja, du sitzt da, hast dein Stift, dein Zettel, fertig, aus. Und bist nicht kannst mehr auf es überall machen, genau. Und ist halt auch sowas ganz Autistisches und das finde ich ziemlich angenehm. Reise, Literatur oder Romane? Nee, eher ja, Romane.
Eher sowas. Also jetzt nicht, als ich einmal in Afghanistan war oder so, das will ich nicht schreiben. Nicht schreiben? Nee, keine realen Sachen. Aber wenn du das schon weißt, dass dir das gefällt, dann muss es ja auch bedeuten, dass du es schon mal ausprobiert hast. Ja, also ich meine, ich habe immer gern geschrieben, ich habe immer viel geschrieben oder jetzt auch so, ich schreibe meine Texte immer selber, all diese Sachen und schreibe es natürlich nebenbei für Zeitschriften oder sowas, irgendwelche Reiseberichte. Und ich schreibe nebenbei, aber das ist nichts, was, also ich glaube, wenn du wirklich ernsthaft schreiben willst, das ist nichts, was du nebenbei machst. Nee. Das musst du sich echt einsperren. Und die sperren sich auch wirklich ein. Und da darf auch nichts irgendwie im Umkreis passieren. Das muss ganz ruhig sein, alles. Ich hätte die Geduld nicht. Ich stelle es mir wahnsinnig... Sprich's aus. Man braucht wahnsinnig viel Geduld, sagen wir es mal so, um... Danke. Man braucht wahnsinnig viel Geduld, um diese ganzen Dialoge und so. Also ich wäre dann fürs Grobe irgendwie, könnte ich mir auch einen schönen Roman vorstellen, der hätte dann aber halt nicht mehr als 15 Seiten. Mhm. Aber dass sich so eine Story entwickelt, wirklich durch Gespräche und dieser ganze Kleinkram, den man dann so beschreiben muss, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Ja, mag schon sein. Also mir macht es halt super viel Spaß. Oder auch dieses, du bist ja wie Gott, du kannst ja schaffen. Mensch, dann gibst du ihnen eine Warze oder einen schlechten Atem oder lässt sie da reinfallen oder sterben ich oder bin leben. Gott, bloß weil alle hier schlechten Atem haben? Geil. Nee, also das, mir macht es super viel Spaß und Sprache und so weiter. Ja klar, aber das ist halt was, im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Und deswegen, man braucht immer so einen kleinen Traum. Okay. Das kann man sich auch aufheben. Gut. Nach dieser Sendung kannst du alle deine Träume verwirklichen. Noch haben wir eine große Hürde vor uns. Du sollst übrigens Punkte sammeln. Das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Wir machen ja eigentlich den Blond-Test mit dir, Judith. Ah, okay. Am Ende der Show sollst du dich als blond erweisen. Mhm. Das läuft aber im Prinzip sowieso nebenher. Aber dieses Spiel soll noch mal dabei helfen, irgendwie dir Blond-Punkte zu sammeln. Mhm. Ja, du siehst es jetzt schon aufgebaut und ich sag nur eins, unsere aalaffine Redaktion, das wirst du jetzt nicht verstehen, weil du die Sendung nicht so gut kennst, aber unsere Redaktion, bestehend aus mehreren Mitgliedern, ist großer Fan von geräuchertem Aal. Mhm. Ja, jetzt wird natürlich immer zwanghaft versucht, irgendwelche Spiele zu entwickeln, in denen auch nur annähernd ein Aal eingebaut werden kann, denn dann bezahlt die Requisite den Aal. Und die Redaktion kann den dann essen, weil Aal ist teuer, die Redaktion ist schlecht bezahlt und so weiter. Auch heute haben wir es wieder geschafft, mit Hilfe unseres kleinen Portugal-Städtenamenrate-Spiel es zu schaffen, mit Aal. Aal einzubauen. Und zwar in jedem der vier Namen, die zu raten sind, was ich eine relative Leistung finde. Und ich bin wieder mal froh, dass es kein An-Aal-Spiel geworden ist, zu dem hier aufgerufen wird. Nein, wir werden heute Städte und sonstige Begriffe aus dem Bereich Portugal erraten. Deswegen bitte ich dich jetzt schon mal gleich zur Tat zu schreiten. Das ist der erste Begriff. Man muss sehr ums Eck denken. Also Aal... Aal, das ist? Das ist eine Fee, Algarve. Kann das sein? Judith! Richtig? Ich werde aber verrückt. Alles andere wird schwer, hä? Da? Geil. So. Who the fuck is this? Who the fuck is this? This the fuck is Liz Taylor. Is she? Yes. Okay. Liz. Lissabon. Lissabon! Und Aal fürs Volk! Lissabon! So. Dann, das hier ist keine Klasse, wie ich dachte, sondern ein Chor. Genau. Chor. Chor. Ist keine Stadt. Ist im Meer. Quallen. Quallen. Korallen. Okay. Super. So, und jetzt ein Begriff, den ich als sehr schwer empfinde. Es ist eine Stadt. Wir hier kannten sie alle nicht, was nichts heißen soll. Aber vielleicht kommst du drauf. Pullach. Hier krabbelt ein Redakteur auf allen Vieren auf mich zu, was derartig erniedrigend ist, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Auch die Einarmigen und Blinden kommen hier durchs Set gerobbt, um sich ihren Aal abzuholen. Komm, denkt ihr den Aal hier? Ja, genau. Ja.
Soll man Senf auch noch dazu geben? Nee, ach, ein bisschen Senf? Aal mit Senf? Nicht? Ja, die essen Aal mit Senf. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also, muss man See? See, Sefal. Nee, das sind was? Das waren Tuben. Genau, See. Setual. Setual. Setual, ja. Du bist super. Ja, der Fußballmannschaft. Das war's, auch. Das waren ganze 34.000 Punkte. Und toll. Für Richie gibt's eine Frage. Bitte. So. Wir setzen uns. Du hast 6 Jahre deines Lebens in Portugal verbracht. Stimmt ja, das? Ja. Zu welcher Zeit? Aber da war ich sehr klein, von 6 bis 12. Von 6 bis 12. Hast du gute Erinnerungen noch? Ja. Super schönes Land und trotzdem ist so kleines, sehr, sehr abwechslungsreich. Also so Norden und Süden. So, Judith, Haltung annehmen. Die Enthüllung. Ach so. Wartet jetzt auf uns. Du musst mir jetzt sagen, wer ist der Insider? Also du sagst, ist eine Frau. Ja, also jetzt eher wegen den Männern und so Dings. Also ich schätze, das ist die Mathilde, meine Freundin Mathilde. Mathilde? Mathilde, die wilde Mathilde, ja. Die wilde Mathilde. Schätze ich mal. Ich bin sehr gespannt. Wenn es die wilde Mathilde ist, ist ja vielleicht auch ihr Scherenschnitt der echte. Oder hat sie keine solche? Die hat ganz glatte Haare. Die wacht auch mit so ganz glatten Haaren, auf wie ich mich immer wünsche. Mir stehen die immer so zu Berge und die wacht auf und hat ganz tolle glatte schwarze Haare. Glattes, langes, schwarzes Haar. Oh, toll. Toll, ja. Könnte die vielleicht auch mal als Nixe arbeiten? Also wir gucken mal, ob Mathilde Bernard, ob Mathilde der Insider war. Ja, Mann. Ja, es kann doch mal passieren. Oh, ist eine kleine Französin? No. Nee, das ist auch ihr, ich weiß nicht wie viel, die war schon 2-mal verheiratet. Also jetzt hat sie so einen mit einem ganz komplizierten Nachnamen, den hat sie gar nicht erst angenommen, den kann kein Mensch schreiben. Also bleibt halt Bernard. Hast du geheiratet eigentlich? Nee. Ja. Du bist verheiratet? Ja. Du hast aber seinen Namen auch nicht angenommen? Nee. Strobel heißt er, ne? Strobel, ja. Strobel, ja. Das ist keine wahre Verbesserung. Nee, wir haben ja auch nur ganz schnell so in Las Vegas beim Drehen nebenbei geheiratet. War das geplant? Nee. Nein, wie geil. Habt ihr es hier anerkennen lassen? Ja, wegen der Steuer auch und so. Ja. Nein, es ist auch toll, verheiratet zu sein. Also muss ich echt sagen, würde ich sofort wieder machen. Ich sage immer, Schatz, nächstes Mal Reno scheiden, es geht ganz schnell und dann wieder heiraten. Reno? Also, wow. Judith, ich präsentiere dir die Blondbilanz. Deswegen gibt es jetzt nochmal einen kräftigen Schluck Wein. Mir reicht, wenn du mir die Flasche gibst eigentlich. Prost. Prost, Schatz. Ach, schön. Der Rock ist versaut, die Sendung ist zu Ende. Du bist blond, Juchai Sasa. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich ganz besonders.